Unsaubere Sprache führt zu Chaos und Unrecht. Ein Beispiel dafür ist diese Sache mit Hassrede und Hassverbrechen. Diese Begriffe deuten klar darauf hin, dass in diesen Bereichen das Element Hass das Entscheidende ist. Und auch wenn für jene, die sich näher mit der Thematik beschäftigen, schnell ersichtlich ist, dass es hier mehr um Vorurteile geht, bleibt die Problematik die gleiche und der Zusatz Hass macht das Kuddelmuddel und die Verwirrung nur schlimmer. Also, von der Position des Naturrechts aus gesehen, ist es völlig egal, ob in einer Rede Hass oder Vorurteil mitschwingt. Etwas, das gesprochen wurde, ist alleine niemals Rechtfertigung für Gewalt, weder im Namen des Gesprochenen noch gegen den Redner. Und da auch staatliche Gewalt ohne Einschränkung immer noch Gewalt ist, ist diese Gewalt immer rechtswidrig. Ja, auch staatliche, gesetzlich festgelegte Gewalt als Reaktion auf etwas, das gesagt wurde, ist immer und grundsätzlich rechtswidrig. Ausnahme, wie immer, ernstzunehmende Drohungen. Medien, sowohl öffentliche als auch soziale Medien, scheinen es für völlig akzeptabel zu halten, bei Rede und Verbrechen das Attribut Hass anzuhängen. Und mit diesem Video möchte ich dazu aufrufen, dieser Unart etwas Widerstand entgegenzusetzen. Wo genau ist Hass in diesem Zusammenhang relevant? Angenommen, ein Mensch hat ein Volumen von 100% Emotionen. Wie viele Prozent davon müssen Hass sein, damit etwas als Hassrede oder Hassverbrechen zählt? Und warum und wie sollte dieses Hasselement dann in die Wertigkeit reingerechnet werden? Genügen 15% Hass oder müssen es 30%, 50% oder mehr sein? Oder ist es eine Ja-Nein-Angelegenheit und es genügt bereits 0,001% Hass, damit etwas Hassrede oder ein Hassverbrechen ist? Allenthalben hat ein Hassdelikt den Nimbus, dass das irgendwie schlimmer als ein gewöhnliches, gleichartiges Delikt sei. Und da wäre die Frage, warum? Wenn man bei einem Delikt Hass hat, dann ist da wenigstens Hass. Ist denn ein neutrales Delikt schlimmer als ein Hassdelikt? Denn bei einem neutralen Delikt hat man die Entschuldigung Hass nicht. Und wäre dann ein sarkastisches oder gar fröhliches Delikt nicht noch viel, viel schlimmer als ein Hassdelikt? Meinem Verständnis nach ist es weitaus bösartiger, ein Verbrechen aus sarkastischen oder fröhlichen Gründen heraus zu begehen, als aus Hass heraus. Warum werden diese Gefühlszustände nicht weiter beachtet? Warum nur der Hass? Das Tragische dabei ist, dass das Konzept der Hassdelikte schon etwa 2 Millisekunden nach dem ersten Auftauchen von Juristen, Philosophen und auch South Park-Machern als absurd entlarvt wurde. Aber irgendwie hat es dieses zutiefst kranke Konzept geschafft zu überleben und mehr noch, sich zu entwickeln. Heute reden Medien, Politiker und sogar Juristen, Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, davon, als wäre es etwas völlig Normales. Übrigens wurde diese Problematik schon auch an anderer Stelle bereits erkannt und man versucht, die Begriffe im englischsprachigen Raum nun durch Bias Crime, also in etwa vorurteilsbehaftete Verbrechen, zu ersetzen. Allerdings ein Unterfangen, das aussichtslos erscheint, da der manipulative Begriff Hassverbrechen einfach viel zu beliebt ist. Und wenn man jetzt ein guter Psychologe wäre, könnte man die Frage untersuchen, ob die Worte Hassverbrechen und Hassrede deswegen so erfolgreich sind, weil irgendwelche niederen Instinkte damit gefüttert werden. Vielleicht ist es schön, dass man wieder jemanden ungehemmt hassen darf. Diese Hassverbrecher. Danke für deine Zeit.